Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin Niguki und ihr seid die Sterne des Sternentotals. Es ist ein fröhlicher, sonniger Tag im Sommer, der Dienstag 9. im Genauen. Oh, guck mal hier. Sind coole, fancy Blumen fertig. Und das war Mohnhonig. Aber ich lasse die mal stehen, alle so komplett. In der Hoffnung, dass da auch fancy Honig von rauskommt. Irgendwie, das wäre cool. Und vielleicht könnte ich noch ein bisschen mehr von den Bienendingern herstellen. Warte mal. Ich würde mal noch eine Reihe herstellen. Wenn ich kann. So, lass mich mal schauen. Kohle. Ja, Kohle war das Problem. Eisenbarren und Ahornsirup. Ich glaube aber, einen können wir herstellen. Gucken wir mal schnell. Und ich habe ja auch vielleicht. Nee, Platz habe ich jetzt keinen. Aber Kohle müsste ich noch ein bisschen haben. Fünf aber nur. Okay, schade. Halb so wild. Ich habe ja noch ein bisschen Holz. Ich kann das ja zu Kohle verarbeiten. So, dann machen wir noch ein Honigding. Lass das erstmal da brennen. Ist hier was fertig? Nö. Und ja, genau, wir hatten den Tipp, dass wir im Gewächshaus ruhig auch Sprenkler aufstellen sollten. Ich guck mal eben. Das Beste wäre halt hier die Dinger. Eisenbarren, Goldbarren, verfeinerten Quarz. Ich guck mal schnell, ob ich das machen kann, ob ich da so ein paar zusammenkriege. Und wir haben 29.000, das heißt, wir können heute auf jeden Fall bei den Unimos spenden gehen. Die 25.000. Oh, guck mal hier, ist schon die Kohle durch. Das ging ja doch schnell. So, dann kann ich mich entsinnen, brauchen wir noch ein davon, Ahornsirup. So. Genau, und noch Eisenbarren. Und die andere Kohle. Okay. Eisen, ich sehe schon. Ich habe kein Eisen. Muss ich schmelzen. Und Gold auch. Okay. Gut, das braucht 8 Kohle. Ich kann also ein bisschen was schmelzen. Ich werde erstmal einmal Eisen und einmal Kohle. So. Okay. Ich habe jetzt leider kein. Warte mal, ich mache noch einen Eisenbarren. So. Und da müsste ich immer noch genug Kohle haben. Ja, jetzt habe ich genau noch 8 für einen Bienenstock. Einen weiteren. So. Ich habe leider keine Materialien. Ich habe keine Kohle. Ich muss auf jeden Fall mal in die Mine gehen. Oder ich werde Kohle finden in der anderen Mine, wo wir jetzt bald hingehen, wenn wir das zu den Unimos, also wenn wir bei den Unimos abgeben können heute, dann kann ich auf jeden Fall den Bus freischalten, dann können wir in die Wüste und da waren wir noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was uns da erwartet, großartig. Ich habe mich halt auch noch nie umgeguckt. Dolle. Also einmal Berlin und so, im Multiplayer damals, kann ich mich erinnern, aber das ist schon eine Weile her. Und ich kann mich erinnern, dass die Mine da ziemlich hart war. So, cool. Ein paar Eier. Vielen Dank, ihr lieben Hühner. Wir könnten mal einen zweiten Stall bauen, langsam. Ich mag auch diese Deko. Das ist eigentlich viel zu schade, dass wir die da oben stehen haben. Vielleicht stellen wir den mal kurz um. So, saisonale Deko. Die können wir jetzt ja hier hinstellen, wo die Mayonnaise weg ist. Passt die ja hier vielleicht ganz gut hin. Einfach so an den Rand. Ist doch auch hübsch. Okay, und hier können wir Mayonnaise herstellen. So und so. Okay. Ah, guck mal, Sonnenblumen fertig. Gut, und ich muss noch gießen, solange auf jeden Fall wir keine Sprenkler haben. Hier kann ich neue Sonnenblumen pflanzen. Kleinen Moment, das mache ich noch. Guck mal hier. Sogar noch eine mehr. Kurz hier noch rumgegossen. Das ganze Zeug. Ich meine, die Erdbeeren werden für immer, immer wachsen, oder? Im Grunde. Das ist voll cool. So. Ich meine, bis ich ein paar Sprenkler habe, ich brauche im Grunde Kohle einfach nur. Zum Herstellen von den Barren. Ich habe genug Rohstoffe. Aber ich habe keine Kohle. So. Aber ganz ehrlich, ich mag das Gießen mit der Kanne. Das geht voll klar. So. Ich könnte hier noch eine Reihe von irgendwas anlegen. Jetzt gieße ich halt immer die Luft da noch mit. Das war ja vielleicht doof. Egal.
Egal. Machen wir so und dann auch so. Gut, haben wir ein bisschen doppelt gegossen, aber so ist es dann. Cool, ich freue mich auf die Erdbeeren hier. Voll schön. Und auf den Rosenkohl ist das hier, glaube ich. Der wäre auch wichtig, damit wir den abgeben können für die. Wie hieß sie? Ich habe es vergessen. Für die Dame. Mist, warum fällt es mir nicht ein? Halb so wild. Hallo, Ziegen und Kühe. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich liebkose eure Hintern. Und dann melken wir kurz. Ups. Komm her. Yeah. Große Milch. Und nochmal große Milch. Und was ist das hier? Tamara hat keine. Warum nicht? Warum hat sie keine? Hey, warte mal. Da ist irgendwas faul. Habe ich Grimmelione? Habe ich schon gemacht? Ach, hier. Guck mal, sie habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich Tamara gerade gemacht. Ich glaube, die Ziegen haben auch noch keine. Nee, es war keine Ziege. Hau doch mal ab. Ich merke immer wieder die Kuh. Egal, halb so wild. Inventar ist voll. Okay. Halb so wild, das können wir ändern. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja, kein Wunder. Okay, lass uns erstmal ein bisschen was aufräumen hier. Die Sonnenblumen können wir wegmachen. Großes Ei, Sonnenblume, Mayonnaise. Das auf jeden Fall behalten. Das hier, die Peperoni. Obwohl, die Peperoni könnten wir neu anpflanzen. Im Gewächshaus noch. Genau, das machen wir. Dann Straußfaden müssen wir eh noch abgeben. Das ist voll gut. Den behalten wir noch. Den Honig, Mohnhonig. Ich verkaufe den mal. So, die Edelblick verkaufen. Den Pilz. Den Waldspringer behalte ich mal. Und den Rest behalte ich auch. Okay. Für die Cola müssten wir eine Müllgebühr bezahlen. Ich heb den mal auf. Können wir einlagern oder so. Okay. Ich brauche mehr Milch, ne? Oh, jetzt sind die Kühe alle wieder durcheinander. Jetzt weiß ich nicht, wen ich gemolken habe und wen nicht. Prelolala habe ich schon. Guck mal, sie habe ich noch nicht. Große Milch. Die Ziegen will ich wissen, ob. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die sind noch nicht dran. Nee. Rudi hat noch nichts. Okay. So, ich weiß echt nicht, wen ich schon gemolken habe. Ich glaube, jetzt habe ich aber alle langsam. Ist egal, wenn ich jetzt eine vergessen habe, dann ist es so. Ich kann jetzt nicht nochmal alle durchgehen. So, den Käse weg und die gute Milch. Sehr gut. Vielen Dank, ihr Lieben. Okay, ich würde eben mal zu den Junimos. Da können wir nämlich auch spenden dann. Und warte mal, was ist hier eigentlich los? Aquatische Forschung? Bringe einen Kugelfisch zu Dimitrios, okay. Da müssen wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen kümmern. So, hier ist noch Mayonnaise ready. Ja, sehr gut. Gute Sache, Entenmayonnaise. Ist das gute Entenmayonnaise? Nee. Ich weiß nicht, ob die überhaupt gut sein kann. So, lass uns noch mal nach dem Honig schauen. Genau. So. Jetzt könnten wir theoretisch, können wir noch mal einmal Honig machen, ne? Ja, genau. So, super. Sehr gut. Und ich glaube, einer. Warte mal. Ein Quarz noch. Und dann können wir noch einen Sprinkler machen. Genau. Dann mache ich den schon mal. Und dann lagere ich den noch ein. Obwohl, wir können den ja theoretisch auch schon setzen. Ja, können wir auch schon machen. Achso, warte mal. Genau. Ich wollte noch. Deswegen schleppe ich das überhaupt mit mir rum hier. Die Peperoni zu Saat machen. Mal kurz ins Gewächshaus zurück. Da können wir den Sprinkler schon mal setzen. Ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt wegkriegen. Ich glaube, mit der Hacke oder so. Geht das? Können wir das jetzt aushacken hier im Grunde? Ja, können wir. Okay, sehr gut. Da können wir jetzt hier im Grunde den Sprinkler setzen. Dann brauchen wir da nicht mehr gießen. Wo ist er denn jetzt? Da. Okay. Sehr gut. Okay. Bin ich zufrieden mit. Erstmal. Und theoretisch, wenn die Felder hier unten fertig sind, können wir die auch verrotten lassen wieder und die werden Sprinkler oben ins Gewächshaus packen erstmal. Das sind jetzt auch bloß extra Felder gewesen. Den hier mag ich voll gerne. Das bleibt bei den Blumensprinkler. Für den Honig. Ach ja, apropos Honig. Da war ja noch. War ja noch was. Wo ist es denn? Da. Ich pack den dann hier so hin. Hier noch eine. Oh! Ist das größer irgendwie? Nee. Wisst ihr was? Ich werde die mal kurz neu an und nochmal. Ich pack die einfach direkt daneben.
3, 5 sind das gleich, ne? Das passt eigentlich komplett. So. Wenn wir die direkt da hinstellen. So. Cool. Okay, gefällt mir. Oh, wir könnten mal Sebastian noch besuchen. Ich habe noch Sashimi, glaube ich. Ich habe jetzt keine. Oh, hier ist noch eine Post auch. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Was ist es denn? Zeig mal her. Nigoki, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe einen Scheck über 500 G des Stern Totaler Agrarfonds beigelegt, um dir zu helfen. Okay. Das ist ja nett von dir. Weiterhin gute Arbeit zu leisten. Vielleicht kannst du damit neues Saatgut kaufen. Grüße, Louis. Cool. Okay, danke schön, Louis. Das ist nett. So, nee. Ja, okay. Also, folgendes: Sashimi. Ich werde Sashimi holen und zu den Unimos können wir immer noch gehen. Hier habe ich das nicht. Das habe ich hier. Hier so. Guck mal, ich habe genug davon. Alles klar. So, Pferdchen. Warte mal. Ich brauche für die Unimos Geld und ich brauche das hier. Gut, das habe ich alles bei. Das ist gut. Dann gehen wir zuerst zu zu Sebastian. Geben das kurz ab. Ich glaube, wir haben das zweite Geschenk noch nicht abgegeben für die Woche. Ja. Und zum Zauberer könnten wir noch, glaube ich. Edelwicken. Habe ich stehen lassen jetzt. Tut mir leid. Können wir dann irgendwann mitnehmen. Das ist der Dimitrios. Aber die wiederholen nicht auch viel Dialog. Deswegen ist das nicht so spannend, die immer wieder anzuquatschen. Wir haben die letztes Jahr ziemlich viel angesprochen. Genau, die Maru, die sollten wir noch besser beschenken irgendwie. Die brauchen noch ein, zwei Sachen von uns. Aber ich weiß gar nicht, wo ich so einen Diamanten herkriege. So, Sebastian, bist du zu Hause? Ja. Ich komme mal rein. Na, mein Lieber. Alles klar bei dir? Ich freue mich schon jetzt auf die kalte, feuchte Jahreszeit. Ich fühle mich dann wohler. Okay, guck mal, mein Schwert. Hier hast du Sashimi. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? So. Okay, cool. Wow, wir sind bei 7 Herzen. Sehr schön. Cool. Noch eins und dann sind wir safe mit ihm. Gute Sache. Das erste Jahr 2. Voll schön. So, Unimos, wir kommen. Oh, das war Quatsch. Nicht oben lang, sondern unten lang. Und was hat da geplatscht gerade? Oh, warte mal, aber hier ist die Beere, die nehme ich noch mit. Nee, die will ich jetzt nicht essen. Ich frage mich, ob ich daraus auch Saatgut herstellen kann. Huch, da ist der Sebastian gerade rausgelaufen. Okay. Dann kurz hier rein. Wir müssen genau erstmal abgeben hier beim Bulletin Board, beim schwarzen Brett für den Koch, genau. Dieses Ding hier, Straußenfarn. Cool. Sehr schön. Stimmt, Spiegelei hätten wir ihm auch noch machen können. Und Mohn. Mohn, ganz ehrlich, habe ich doch angepflanzt. Das können wir ihm dann auch abgeben. Habe ich doch angepflanzt, Mohn. Cool. Dann fehlt bloß noch Trüffel und Maki-Rolle. Die Maki-Rolle können wir machen. Die können wir halt herstellen. Das Rezept haben wir schon gelernt. Brauchen wir Fisch und irgendwie Seetang und so. Und Reis, glaube ich. Reis kann ich kaufen, glaube ich. Also es geht schon. Kann man schon irgendwie hinkriegen. Okay. Und dann würde ich noch spenden schnell. 25.000. Egal, muss sein, Leute. Dann haben wir den Bus wieder ganz. So. Kaufen für 25.000. Los, gib her. Oh nein, teuer war das. So, aber wir haben eine Belohnung bekommen dafür. Oh, Kristallarium. Oh, cool. Lege einen Edelstein deiner Wahl hinein und es erstellt Kopien davon. Was ist denn Edelstein? Können wir da auch Mineralien reinlegen? Sowas wie Gold oder so? Können wir mal probieren. Sowas habe ich noch nicht. Cool, voll schön. Damit könnten wir Diamanten vervielfältigen, auf jeden Fall. Glaube ich. Sehr cool. Jo, jo, da kommen die Unimos. Wir haben den Raum fertig. Das ist voll geil. Das war unser vierter Raum jetzt, glaube ich. So viele wundervolle Bündel. Danke dir, danke dir. Ja, es war vor allen Dingen Geld. Sehr viel Geld sogar. Oh, guck mal, das sieht schön aus. Der Tresor. Cool. Voll hübsch. Cool, gefällt mir. Guck mal, er macht blablabla. Coole Sache. Und auch der Bürostuhl hier so. Cool geworden, auf jeden Fall.
Ah, guck mal da. Da kommt der Gelbe mit dem Stern. Dankeschön. Juhu. Das war mein vierter Stern, ey. Voll schön. Noch zwei Stück und dann haben wir's. Ja, ich freue mich. Voll cool. Also hier das Aquarium und das Bulletin Board, dann haben wir alle. So, das Aquarium. Was schaltet das frei nochmal? Entfernung des glitzernden Felsens, okay. Und das Bulletin Board? Freundschaftsbelohnung hat das bloß. Also bloß, Anführungszeichen. Okay, coole. Coole Scheiße auf jeden Fall. Freut mich voll. Das heißt, die Bushaltestelle wird morgen fertig sein. Das ist gut, dass wir das heute gemacht haben. Dann können wir morgen dann nochmal in die Mine gehen, da gleich. Oder auf jeden Fall erstmal in die Wüste. Ich reite nochmal zurück jetzt nach Hause auf jeden Fall. Und guck mal, ob ich, was ich mit diesem Kristallarium anfangen kann. Ob ich das irgendwie benutzen kann. Eventuell los. Das wäre ja schön. Und so ein bisschen Kohle wäre cool gewesen. Noch mehr. Naja, egal. Man kann nicht alles haben. Vielleicht nehme ich noch ein paar Bäume mit und mache noch ein bisschen Kohle. Ja, machen wir das mal. Guck mal hier. Das ist ja prädestiniert dafür, mitgenommen zu werden. Das mischte doch gerne in meine Taschen. So, dankeschön. Und dann können wir das einfach zur Kohle verarbeiten. Ups. Und dann kann ich da wenigstens noch ein bisschen Mineralien schmelzen, so. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Guck mal, wir haben auch genug Rohstoff oder Mineral. Oh, was ist das hier eigentlich für ein Baum? Der sieht auch cool aus. Aber das ist bloß so eine Deko, glaube ich. Cool, und da oben, da links oben ist noch eine Gewürzbeere versteckt. Die kann ich mitnehmen. Hier, guck mal. Unser Leuchtring offenbart es. Ich freue mich auf die Bushaltestelle. Voll cool. Oh, das ist ein Würmchen. Den nehme ich noch mit. So, Steine. Okay, kann ich auch gebrauchen. Drei Stück. An der Anzahl. Oh, da war der Heinrich. So, ich will mal noch ganz kurz mal hier zurück schnell in den Schuppen, bevor die Heinriche angreifen. Okay, hier haben wir noch Peperonis. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Dann würde ich das einfach kurz nochmal reinwerfen. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen Kohle draus. Ist jetzt zwar super schade um das Holz, theoretisch. Aber halb so wild. Guck mal, okay. So, 400 Holz. Die würde ich auch behalten, da würde ich jetzt nicht weiter Kohle draus schmelzen. Guck mal, hier war noch ein bisschen Hartholz. Das soll man die ganze Zeit einstecken. Und das hier. Und dann können wir in unsere Fischkiste packen. Hier den Waldsprenger. Und die Gewürzbeeren. Ich weiß nicht, kann man da Samen draus machen? Geht das? Ich glaube nicht. Doch. Cool. Was sind das für Samen? Guck mal da. Nochmal Gewürzbeere. So, und hier ist die Kohle fertig. Nehme ich mal so mit. Und dann können wir gleich aus diesen Dingen hier noch Gold und Eisen schmelzen. Erstmal Gold. Machen wir zweimal Gold und zweimal Eisen. Ey, die kannst du richtig anpflanzen, die Gewürzbeeren. Ach nee, es ist eine Sommersaat. Okay. Verstehe. Gut. Pass auf, wir haben ja hier die Saatkiste. Da packe ich mal die Sommersaat rein eben. Können wir ja mal ein bisschen aufheben noch. Und auch hier den. Genau. Und dann würde ich das Ding mal aufstellen. Gucken. Das können wir jetzt hier. Ich meine, eine neue Reihe müssen wir eh anfangen. Voll cool. Wie das aussieht. Okay. Haben wir denn vielleicht ein Mineral oder so? Warte mal hier. Da müssten die drin sein. Theoretisch prismatische Scherbe. Können wir die vervielfältigen? Geht das? Komm, wir gucken mal. Gucken, ob das geht. Nee. Nee. Mist, schade. Aber der Rubin müsste gehen. Also Edelstein, sagt er ja. Und wir haben ja einen Rubin. Ich würde das mal versuchen. Komm, wir machen den Rubin doppelt. Kann ich das dann umändern noch irgendwo? Ja, das geht. Guck mal. Können wir reinwerfen. Kling! Okay, cool. Heißt das, wir kriegen da jetzt ganz viele Rubine raus immer? Das ist doch cool. Cool, freut mich. Also, es geht voran. Gut, das lasse ich hier wabern. Oh, es ist schon spät. Ich gehe erstmal schlafen. So, Mojang, schnell. Oh. Obwohl, warte, wir verteidigen unseren Hof noch voll diesen miesen, fiesen Kreaturen, die hier nachts auf uns warten. Das kann ich nicht zulassen. So. Und Fernsehen. Fernsehen müssen wir noch. Gute Nacht, Dodi. Schlaf gut. Oh ja. Der kleine Mann hat mich noch gespürt im Schlaf. Im Traum. So, der Wetterbericht. Willkommen bei Kurze 5, deiner Lieblingsquelle.
Morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. Okay, ich glaube, die Regentage sind erstmal vorbei. Das ist ganz schön. Lass uns noch abrechnen. So ein bisschen Geld sollte. Oh, ja! Die Unimonsterbahn am Bus. Die Unimonsterbahn am Bus. Sie zaubern den Bus ganz und dann ist er nicht mehr kaputt. Das ist der Unimo-Zauberbus-Song. Der kommt aufs Goldalbum. So, Hofarbeit. 6583 sammeln ein bisschen noch dazu. Und das sind 6738 zusammen. So. Willkommen im 10. Tag, Sommer, zweites Jahr. Schöne Sache. Guten Morgen. Coole Sache, ey, der Bus ist fertig. Da gehe ich gleich mal hingucken. So, hier ist die Post. Erstmal. So, was ist hier los? Hallo Nigoki, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau. Ah, okay, ich guck mal. Vielleicht habe ich, ich hoffe, ich habe irgendwas für die Suppe. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Sei also bitte höflich und zuvorkommend. Zwischen 9 und 14 Uhr am Strand, Bürgermeister los. Okay, muss ich morgen früh dann denken. Luau ist mal wieder. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Aber es wird schon werden. So, werde ich dann nämlich hier Früchte morgen fürs Luau mit. Irgendwas habe ich schon für die Suppe. So, die Blumsen sind ganz hübsch. Okay, gefällt mir. Ach, guck mal hier. Hier ist ja schon was. So, dann packen wir halt eine Melone in die Suppe. Auch okay, ne, Udi? Leckere Melonensuppe. Ach, guck mal hier, die ist noch gar nicht fertig, die Melone. Ich dachte, die wäre schon fertig. Nö. Aber die sind schon weit. Ach, guck mal hier, aber der. Ah, der Rotkohl ist durch. Cool, das ist schön. Pass auf, dann können wir Rotkohl in die Suppe. In die Suppe packen. Sag mal, ist der auch fertig? Ach ja, cool. Das ist auch nicht schlecht. Passt auf. Da können wir den. Oh. Ah. Oh mein Gott, das Heu. Sehr gut. Mann, ich hätte gerne eine Mühle jetzt. Ehrlich gesagt, so. Aber die kommt noch später. Früher oder später. So, hier ist noch ein Samen. Okay, ich hol mal die Pilze ab. Die müssten durch sein. Ja. Bestimmt schon eine Weile. So. Und dann sind wir bestimmt wieder super voll. Da muss ich mich erstmal entleeren. Okay, warte mal, wir haben hier noch wilde Saat hier. Die können wir nochmal aufs Feld schmeißen. Das ist ja erst der 10. Die beiden, mein Gott. Gucken, was da rauskommt. So. Genau. Hier, das nehmen wir natürlich alles mit. Vielen Dank. Kann ich die Joja-Cola verarbeiten? Ne, die kann ich aber trinken. So, ich trinke die mal eben. 13 Energie. Okay. Und die bringt Gott sei Dank keine Müllkanne oder so. Okay, ich würde einen aufheben, den Rotkohl, den packen wir mal. Haben wir schon eine Gemüsekiste oder sowas? Nee, ich brauche mal eine Gemüsekiste, ganz ehrlich, Leute. Ganz kurz. Obwohl. Ja, aber. Ja, ich brauche noch eine weitere Kiste sowieso. Okay. Und zwar hier und hier. Vielen Dank. Und stellen wir die dahin. Zack. Und dann machen wir die. Ich mache die mal so hellgrün wie die Essenskiste bei uns zu Hause, aber die ist ja nicht schlimm, wenn wir die hier nochmal haben, die Farbe. So, und dann packe ich mal den guten Rotkohl weg. Und den Rest verkaufe ich. Den hebe ich noch auf hier. Den packe ich nach draußen. So, und das Gute ist, glaube ich, haben wir jetzt haben wir genug von dem Weizen. Und das ist ziemlich gut. Warte mal, ich guck mal schnell. Nee, wir haben bloß einen normalen Weizen. Ist nicht dein Ernst? Warum? Aber wir haben 10. Wir haben 10 von dem. Warte mal, brauchen wir 10 oder brauchen wir 5? Wir brauchen halt eine Sorte. Ist egal, ob die jetzt silbern sind oder nicht silbern. Warte mal, speziell. Nee, warte mal, hier bei. Schwarzen Brett und Futter. Genau, 10 brauchen wir. Okay. Also die können wir schon mal abgeben hier. Weizen und Heu. Gut, dann. Pass auf, dann nehme ich einen davon mit und die nehme ich auch wieder mit. Den Rest Weizen. Weiß ich nicht, was machen wir damit? Können wir die noch aufheben? Die brauchen wir vielleicht für Brot oder so. Können wir da irgendwas machen? Aber ich verkaufe das mal. Ja. Okay. So, das hier verkaufe ich. Das hier verkaufe ich. Das hier. Das Heu, davon brauche ich auch plus 10. Aber ich.
Das behalte ich. So, dieses Weizen verkaufe ich. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Das behalte ich, das gebe ich ab. Ich gehe gleich nochmal zu den Yonimos. So, und Ahorn behalte ich. Okay. Gut. So, dann stampfe ich mir das. Und nehme mir. Oh, warte mal. Machen wir so. Und dann haben wir 10. Und dann hier noch die 10. Und dann können wir heute gleich. Ah, wie heißt sie denn? Elisabeth? Mist. Irgendwas mit E. Emily? Ich glaube, mit E irgendwas. Beglücken, dann haben wir die fertig und dann haben wir Mani auch ziemlich weit schon. So, und dann können wir nochmal nach Hause und dann zur Bushaltestelle. Aber ich muss ja nochmal die Tiere füttern kurz, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ist relativ früh noch. Aber ich würde das abschließen erstmal. So, ich glaube, das wird das nächste sein, was wir haben, das Infobrett, also das schwarze Brett. So, für Futter können wir genau das abgeben, zack. Und nochmal 10 von den Weizen, bitteschön. Dann brauchen wir bloß nochmal Äpfel und die kriegen wir dann im Herbst. Wir haben schon Apfelbäume. Das ist ganz cool. So, dann gehen wir zurück. Und hier. Wo waren das? Genau, Färbemittel heißt das. Ich glaube, das ist Emily. So, genau, die wollte noch Rotkohl. Bitteschön. Bühne komplett. Yeah! Was ist es? Belohnung. Ui, nochmal ein Saatguterzeuger. Vielen Dank, Emily. So. Haben wir jetzt da irgendwas bekommen für? Cool. Lauf, kleiner Junimo. Gucken wir mal. Ja, Emily hieß sie wirklich. Und drei Herzen sind wir jetzt mit ihr. Also ganz gut befreundet. Voll schön. Coole Sachen. So, den Saatguterzeuger, den können wir nochmal mit aufstellen irgendwie mit drin. Der wird uns vielleicht nochmal gute Dienste erweisen. Mal sehen, in welcher Form. Wird unsere Ordnung wieder durcheinander bringen, egal. So, genau. Und dann gehe ich nochmal nach Hause. Ich werde auf jeden Fall. Ne, wartet mal, Leute. Wir haben ja so ein bisschen Geld wieder. Bevor ich da in die Mine gehe, ich gehe mal ganz schnell zur Abenteurergilde. Hallo, Pam. Ich glaube, Pam arbeitet jetzt hier an der Bushaltestelle. Ich gehe nochmal ganz schnell oben in die Minen rein. Ich will nochmal zur Abenteuergilde und gucken, ob es nochmal ein besseres Schwert gibt oder sowas. Irgendwas wird es doch geben. Oh, es ist verschlossen. 14 Uhr erst. Ah, es ist mir zu spät. Ganz ehrlich. Okay, egal. Dann gehe ich nach Hause, dann gucke ich mir das erstmal so an. Dann bin ich halt vorsichtig so. Ich meine, wir sind ja ganz gut gerüstet eigentlich. Bushaltestelle oder Steinbruch? Ich nehme bub. So ein Quatsch. Bushaltestelle. So, vielen Dank. Okay, nochmal ganz schnell auf den Hof. Ich muss nochmal die Tiere auch abklappern. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Schande auf mein Haupt. Jo. So. Da kommen wir angeritten. Zu den Hühnern erstmal. Hallo, meine Lieben. Shelly. Da, du. Mein Kleines. Und hier, da die Ente. Die hat sich gerade versteckt, aber wir haben sie gesehen. Und hier, die beiden Weißen sind auch immer in der Gruppe. Okay, da ist noch irgendwo eine Ente, aber ich weiß jetzt nicht wo. Halb so wild. So, vielen Dank für die nette Eiergabe. Na? Super, freut mich. Hey, Mark. Cool. So, dann haben wir das. Und dann gehe ich ganz schnell runter zu den Kühen und melke darum. Ach nee, warte mal hier. Die gute Mayonnaise, die müssen wir ja noch herstellen. Da dürfen wir nicht vorbeigehen. So. Hallo. Warte mal, ich kann die ja diesmal einfach direkt melken. Ups. Guck mal, wenn die hier oben rumgammeln auch. Das sind ja jetzt auch relativ viele und die Ziegen müssen wir heute auch melken. Dann knuffe ich die einmal und dann melke ich die direkt. Genau, so machen wir es. Dankeschön. Große Ziegenmilch, ja. Cool. Schön. So, dann haben wir, glaube ich, alle. Cool. Die beiden neuen Kühe sind jetzt auch schon groß. Ich würde kurz die Semmel und dann
Aber die ziehen mich. Und diese ziehen mich. Okay. Und den Rest verkaufe ich. Okay. Sehr schön. Cool. Dann ab zur Bushaltestelle, würde ich sagen. Gucken wir uns das an. Aber erstmal brauche ich noch was zu essen. Nicht, dass ich irgendwie vom Fleisch falle. Und vielleicht sollte ich noch ein Totem mitnehmen. Habe ich nicht noch ein Totem? Warte mal. Wir hatten noch eine Totemskiste. Ich glaube, ich habe keins mehr. Ich brauche mal eins. Habe ich nicht noch Honig in der Kramkiste? Warte mal, hier war die Kramkiste. Nee. Aber draußen haben wir noch Honig. Kleinen Moment. Ich mache mir mal so ein Totem noch. Das ist wichtig. Das brauche ich, falls ich schnell nach Hause warten muss. So, mit normalem Honig einfach. Wildhonig, genau. Einmal. Okay. So, dann hole ich schnell was zu essen. Und zwar, was nehmen wir mit? Ich würde sagen, guck mal hier, der Lolli ist halt auch voll geil. Aber nein, der ist voll gut. Keine Ahnung. Erstmal ein Omelette. Ja, nehmen wir das noch mit. Zur Not. Und ein Spiegelei. Ja, die Pizza nehmen wir noch mit. Just in case. Die Waffe von Shane, die ist schon lange eingelagert. Die wird so schlecht. Die müssen wir mal wegmachen. Langsam. Nö, Mojang, findest du nicht auch? Okay, ich würde noch eben... Ich glaube, wir brauchen noch Fasern und Hartholz dafür. Okay, Hartholz. Und ich weiß nicht, wie viel Fasern. Okay, gucken wir mal. So ein Totem. Genau. Teleport-Totem. Hof. So, okay, cool. Den Rest Fasern packen wir wieder weg. Und hier diese Nasenklammer noch hinzu. Da können wir noch ganz kurz ein bisschen Eisen schmelzen. So. Okay, das hier packe ich da rein, das hier packe ich da rein. Und das war's. So. Denn ich will noch schnell irgendwie irgendwas reißen. Bei der Bushaltestelle. Ich weiß nicht, wie lange Pam fährt. So, mal gucken. Ich hoffe, dass wir noch zurückkommen. Aber mit dem Totem kommen wir auf jeden Fall zurück. Ich will auf jeden Fall noch hin. Pam, hallo. Ups. Das ist einfach nur abscheulich. Und Entschuldigung, ich wollte dir das überhaupt nicht schenken, ehrlich gesagt. Ich will einfach nur mit dir reden. Ist das irgendein fieser Witz? Hä, was denn für ein Witz? Hey, hast du das mit dem alten Bus gehört? Genau, ich bin wieder im Sattelkit. Hey, hey, ist echt schön. Okay, kann ich da jetzt rein? Hä, was ist los? Muss ich hier mit dem reden? Ein Ticket für die... Galazio. Ah, 500 Gold kostet das. Okay. Ja, okay, mein Gott. Gib her. So, wir fahren in die Wüste, Leute. Cool. Da oben war noch ein... Oh, ein Kamel. Er sieht voll cool aus. Hä, voll cool. Guck mal, eine Kokosnuss. Voll schön, die war bei den Exotik-Sachen auch dabei. Cool, ich habe noch keine. Coole Sache. Okay, was ist das hier? Hallo. Ah, Artefaktfund. Was ist denn das? Benötigt Omnigeoden 5. Ein Schmied kann dies für dich öffnen. Diese Funde enthalten oft alte Relikte und Kuriositäten. Okay. Ah, hier können wir auch dahin teleportieren mit dem Ding. Dreifacher Espresso, 40er Aal. Megabombe, Bombe. Cool, Stoff. Teleport-Totem. Desert-Rezept. Okay. Oh, 10 Adamant. Ist klar. Grüner Turban. Cool, die Turbane. Was? Magischer Turban? Was kann der? Er schimmert vor prismatischer Energie. Ey, der kostet 333 Prismen. Omnigeon. Oh mein Gott. Schmetterlingsstall. Okay. Aber das könnten wir uns kaufen. Das ist eigentlich voll hübsch. Schmetterlingsstall. Wir haben so eine 200 Dinger zu Hause rumflacken. Voll cool. Oh, ich sehe ein Würmchen. Den nehme ich mit. Ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um in der Wüste. Ah, guck mal, ein Buch. Sehr schön. Okay. Was ist das hier? Keine Ahnung. Aber hier ist noch eine Kokosnuss. Die könnte ich noch knacken. Ach, hier, guck mal. Genau, diesen Kaktus können wir auch noch mitnehmen. Kaktusfrucht. Stimmt. Ah, hier ist eine Höhle. Okay. Ich geh mal rein. Oh, ist das für den Skelettschlüssel? Ah, du steckst den Schädelschlüssel in das Schlüsselloch. Er passt perfekt. Okay, Leute, gehen wir rein. Ich rüste mal mein Schwert aus. Oh mein Gott. Okay.
Alles klar, herzlich willkommen hier in der Mine. Aber cool, das ist jetzt schon cool. Warte mal. So, und da können wir uns den Zutritt verschaffen da rein. Da können wir den von oben. Komm. Oh. Oh mein Gott, die fressen halt voll viel und die teilen aus. Wie viel sind das denn? Oh mein Gott. Bin fast tot. Muss schon was essen. Ich nehme mal die Pizza hier gleich. So, Ham. Dankeschön. Die war gut. Ich wusste, dass die gut ist. So, okay. Okay, wir sind in der 1. Cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder in 5er Schritten vorangeht. Oh, da war ja schon Omnigeon. Voll geil. Okay, ich würde jetzt einfach mal suchen. Ach, guck mal, da geht's weiter. Sehr schön. Okay, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit, leider. Ah, ein Käfer. Oh mein Gott. Oh, okay, die fliegen Gott sei Dank auch bloß hoch und runter. Hä, ich mache gar keinen Schaden an denen. Okay. Das Problem sind gar nicht die dicken, sondern wenn die platzen, ist halt ziemlich nervig. Genau das da. Mein Gott, mein Gott. Ach Scheiße, ich bin gleich tot, ne? Der Abstieg. Ich gehe mal weiter runter. Vielleicht schaffe ich es ja in die 5. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Oh, jetzt bin ich gleich tot. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Wurm? Scheiße. Nigoki? Ruhig, übertreib's jetzt nicht. Oh lol, wir sind bei Harvey. Das ist das erste Mal. Jemand hat dich ohnmächtig und komplett ramponiert gefunden. Ich musste eine Notfall-Was-Operation an dir durchführen. Was? Passt das nächste Mal ein wenig besser? Oh, eine OP, ey. Gleich das. Oh Gott, was hat das gekostet? Der Aufenthalt bei Dr. Harvey hat mich 1000. Okay. Es scheint jetzt, dass ich drei Gegenstände aus dem Rucksack verloren. Mist, die Geoden, ey. Schade. Oh, mein Golderz! Nein! Scheiße. Das war dumm. Oh, Kacke. Mist, mein ganzes Golderz. Oh nein. Okay. Gut, das war ein Fail. Aber das ist voll hart da. Ich weiß gar nicht, wie ich da diese Käfer killen soll. Wahrscheinlich mit Bomben, oder? Da brauche ich Bomben für. Ich mache ja gar keinen Damage an denen. Mit dem Schwert. Das ist voll krass. So, mir geht's echt dreckig. Vielleicht sollte ich mal noch irgendwas essen, kurz. Vielleicht hier noch einmal wenigstens so ein Omelett. Komm. Jo, ist schon besser. Bisschen wenigstens. Okay, ich werde mal den Rest schnell wegsortieren. Was wir jetzt haben hier. Genau. Sonst, ne, verlieren wir das auch noch. So, das Eisen. Mist, das war doof. Okay, pass auf, Kokosnuss, ich weiß nicht genau, können wir da irgendwas drauf mitmachen? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch nochmal so ein Samenteil. Vielleicht, ich würde das erstmal kurz umsortieren hier. Ich pack den mal weg. Und den daneben auch. Und den. Das Problem ist, wenn ich das jetzt unterbreche, dann ist das weg, ne? Oh, was ist denn das hier? I. Das Fischteil ist fertig. Okay. Wir machen es jetzt einfach so. Ich werde erstmal kurz das Samending hier mit hinstellen, damit die wenigstens nebeneinander stehen, so. Und dann die beiden steche ich halt so und mache hier die zweite Reihe. Ich habe hier drunter noch. Okay. Was ist das denn?
Gealterter Heilbuttleich. Blech. Das klingt furchtbar. So, Eisenbarren. Okay. Ich könnte wenigstens noch. Okay, ich könnte wenigstens zwei Sprengler herstellen. So, ich habe leider mein ganzes Gold verloren. Aber, oh, apropos Sprengler, ich müsste noch gießen da drin. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Siehst du, man hat uns gewarnt, dass man das vergessen kann. Und ich habe es fast vergessen. Oh, eins, zwei. So, die beiden nehme ich noch mit, dann kann ich da noch ein bisschen rumsprenklern. Schnee. War ja doof. Guck mal, da ist schon der Heinrich. Lass mich in Ruhe. Okay. Oh Gott, hier ist super dunkel auch. So, ich würde erstmal da oben die beiden mit ausrüsten. Dann machen wir den hier weg. So. Zack. Und dann. Oh. Ah, ja, genau. Und dann den hier noch. Da müssen wir halt da oben immer noch vorhanden gießen, aber dann ist es so. Ist halb so wild. Okay. Aber jetzt muss ich. Für heute muss ich nochmal gießen, schnell. Da hat der Bus die unteren gegossen. So, es wird natürlich viel effektiver, wenn wir irgendwann Adamantium-Zeug haben. Wie heißt das? Iridium. Ich sag immer Adamantium, aber es heißt Iridium. Ich bin echt doof. Aber ich weiß auch nicht. Es gibt Adamant, ne? Aber das ist ja diese Getreideart. Nee, Amaranth heißt das. Entschuldigung, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Es ist irgendwie aus einem anderen Game. Okay. So, Iridium meine ich natürlich. Die gute Stufe davon. So, es ging ja dann doch schnell zum Gießen. Aber es ist schade halt, dass wir jeden zweiten durchlöchern müssen, so. Das ist eigentlich sehr ineffizient. Das mag ich nicht so gerne. So, da sträucht der Heinrich durch das Feld, aber das ist halb so wild. Das ignorieren wir dann mal doch. Und gehen einfach schlafen. Okay, also das ist eine harte Wüste. Die müssen wir auf jeden Fall, dürfen wir die nicht auf die leichte Schippe nehmen. Ich hätte auch gleich mal was essen sollen danach wieder. Der Wetterbericht läuft noch für morgen. Willkommen bei Kurze 5, deiner Lieblingsquelle. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Luau. Okay, das muss ich mir merken auf jeden Fall, dass morgen Luau ist. Irgendwas werde ich da schon finden, was ich da reinschmeißen kann in die Suppe. Irgendwas Gutes. Vielleicht eine Kokosnuss. Das wäre ja lecker vielleicht. Okay, dann werde ich mich verabschieden für heute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. Es war auf jeden Fall eine lustige Folge. Vielleicht seid ihr das nächste Mal auch dabei. Und so lange solltet ihr auf euch aufpassen und jo, auf euch acht geben einfach. Und auf die anderen um euch rum. Ne? Bis dahin. Können wir rechnen noch ab zusammen? Oh, Level up. Wo denn? Im Kampf. Okay, 5 LP hatten wir dazu jetzt. 5 Life Points und neues Herstellungsrezept. Ring von Joba. Interessant, ich weiß nicht genau, was der macht, aber das werden wir rausfinden. Ring von Joba, vielleicht bufft er uns ein bisschen. Oh, der ist bestimmt teuer. Der braucht bestimmt Gold, so wie der aussieht, auf jeden Fall. Na gut, abrechnen können wir noch. Das war der 10. Tag. Wir haben, oh, ein bisschen Geld verdient, auf jeden Fall. Das waren 6.233 mit allem zusammen. Okay, tschüss nochmal, bis dahin.